Hallo, herzlich willkommen beim Red Talks für unser Let's Play Car Mechanic Simulator. Ja, weiter geht's. Und was ich aber jetzt heute vor, da will ich auch mit meinem Dodge Charger endlich mal anfangen. Gut, ich habe ein paar neue Autos, haben Sie auch gesehen in meinem Let's Play, oder wenn Sie wissen das nicht, schaut ihr das reine. Und ja, Dodge Charger ist auch sehr gute Modell. Und ja, da dachte ich auch mir, ich sollte auch mal anfangen mit Renovierung. Okay, aber was könnte man jetzt anfangen? Weil ich muss alles zugeben, die Wagen ist noch in einem guten Zustand, ne? Da ist auch nicht so viel wirklich dran zu machen, aber die Reifen erstmal wechseln. Und ja, okay, fangen wir schon an. So viel zu sprechen, muss man auch etwas machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Reifen zusammen und dann schauen wir, was wir machen danach. Weil, wie gesagt, diese Dodge Charger, das ist viel, viel Reparatur. Gut, ich habe 54.000. Das sollte auch reicht normalerweise. Aber ich weiß auch nicht. Wie gesagt, werden wir auch das langsam machen. Nicht so alles schnell und weil man Geld brauche unbedingt. Nee. Ich brauche nicht so wirklich das Geld unbedingt. Ich mache noch einen Auftrag oder zwei und drei und das Geld ist wieder da. Okay. Aber mein Liebe, da ist alles kaputt. Ich habe es auch schon gesehen. Gut, ich frage mich, was ist das für Reife? Ich habe auch keine Ahnung. Werden wir auch neue Reife. Erstmal die Reife machen. Was habt ihr dagegen? Weil viele machen die Reife ganz am Schluss. Aber ich meint, wenn man jetzt sich anstellt, uns zu sagen, oh, ich möchte diese Reifen ansetzen und mit dieser Felge und ja, das könnte man auch machen. So werde ich auch sagen. So, okay, Moment. Das waren 235 Zen R6. Oh, 6 Zen. Okay, das waren 6 Zen Zoll. 16 Zoll, dann muss ich auch irgendwie zusagen, dass ja, erstmal die Reife werden breit mit mir. Sowieso, alle machen auch dieselbe, vielleicht euch auch private, wenn sie aber noch das Spiel, mal vergrößern auch immer die Reifen und die Felgen. Und das werde ich auch jetzt auch machen. Sowieso. Aber wir haben noch genug Arbeit dran um diese Wagen. Weil die war auch ganz Schrott, muss ich zu sagen. Und dann muss man auch. Schaut ihr das an? War alles kaputt hier. Aber ich werde mich entschieden für andere Reif vorne und hinten. Ja. So ein bisschen Tuning. Tuning. Oh, ich habe nichts mehr. Okay. Gut. Jetzt gucke ich mal an mit die Reife. Wenn das funktioniert auch sehr schnell, das wäre auch optimal. Bei mir funktioniert das Spiel ab und zu sehr schnell und ab und zu nicht so schnell. Aber kein Problem, keine Panik. Wir sind da. Okay, ich werde sagen, ich werde die Wagen montieren mit Rennreif. Aber die moderne Rennreif. Und da werde ich auch erstmal zwei groß
Ich nehme, was sag mal, viel breit, 24, 25. Nee, das wäre übertrieben. Ich glaube, 22. Die Felge soll 22 machen. Und das ist nur die Felge für vorne, werde ich auch zugeben. Da mache ich vorne 255. Okay. Und da kaufen wir zwei Stück. Okay. Jetzt wir haben die Reife für die vordere. Und jetzt gehen wir hintere, so hinten. Und da werde ich auch 16 nehmen. So, 22 meinte ich. Breite. Ah, breit, das soll locker 275. Und ja. Das ist die Sache. Okay. Gut. Jetzt ich schaue. Ich gucke jetzt wegen die Felge. Felge habe ich nichts so unbedingt im Ins Einsicht, aber ich könnte mich auch vorstellen für die Charger. Ach, da werde ich auch richtig Felge dran machen. Zum Beispiel diese, die gefällt mir. Ich weiß nicht, ob alle haben das schön. Vier Stück. Vier Stück, wollt mal, okay. Groß 22. 23, nee, 23 wäre zu viel. Das wäre zu breit. Okay. Ich weiß nicht, ob jeder hat auch diese Felge genommen für die Deutsche, aber ich finde diese Felge, die war auch nicht so schlecht. Die sind gut. Teil zerlegt, nee, montieren. So. Erstmal, wir werden die Probereife machen. So, die Probereife nicht, aber wie gesagt, das soll auch die Reife auch dazu passen. So, aus Wuschte 255. Das sind die Reife für vorne. Okay, jetzt Radmontage, Teil zerlegt, nee, montiere. Jawohl. Boah, ich sehe das schön, das wird schön etwas geil. Oder? Schau dir das an, wie das funktioniert. Hey. Wir machen nur eine kurze Montage von die Reifen, so eine Reifen nur. Nur für sehen, was wir aussehen. So, das ist nur die vorne, vordere Reifen. Wow. Oh, die wäre auch schön beißig, die Dodge Charger, oder? Okay. Das ist für vorne. Okay, das nehmen wir auch. Nun auswurscht. Okay. Und jetzt machen wir die neue Reife. Aber das ist für hinten. Da bin ich schon gespannt, wie das wird aussehen. Weil gut, ich muss sowieso, ich glaube, zwei Reifen montieren. So, nehmen, okay. Nehmen, okay. Auswuchte. Wie sagt man das? Ich weiß auch nicht. Auswuchte oder auswütsche? Schreibt in die Kommentare oder schickt mir eine
E-Mail mit Sprachnachricht, das nehme ich auch gern. So, Monty. Ja, ich bin Franzose, leider. Ich weiß auch nicht, wie alle deutsche Worte auswirken. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Deutschland. Das ist nicht, dass ich bin auch nicht so mit meiner Heimat verbunden. Sowieso, ich bin verbunden mit meiner Heimat, aber nee, in Deutschland habe ich auch meine so Ursprünge. Familie, die kommt auch aus Deutschland und ja, ich bin auch zurückgekommen auf die Wurzeln. So würde ich auch sagen. So, okay. Jetzt machen wir nur. Ich wollte gucken auf die andere Seite. Okay, aber gut. Boah. Sieht das böse aus. Oder? Ey, geile. Ah, das ist geile jetzt. Okay, gut. Wir haben die Reife. Hopp. Nehmen und aus. Jawohl. Und wir haben noch einen Reifen zu bauen. Okay. Oh nee, das wollte man nicht. Aber wirklich noch eine Reife zu montieren? Nee. Aber nichts mehr. So, ich hoffe mal. Nee, nee, wir haben auch nichts mehr. Okay. Hoppla. Das war alles zu schnell. Gut. Aber ich möchte auch. Hoppla, hoppla, bla, bla. Ich möchte nur gern sehen, wie ist das jetzt mit die Reife? Weil wir haben auch Reife gemacht. Ja, okay, das ist gut. Aber ich habe auch nicht die beide Seiten gemacht. So, okay. Jetzt. Wow. Das wird eine Dodge Charger traumhaft, oder? Schaut ihr das an? Die Reife die vordere Bereich, die passen schon gut. 235 habe ich reingesetzt. Und intern bin ich auf 2, nee, 255 war das vorne und intern 2 7,5. Ah, das sieht super aus. Oh. Okay. Das war auch die Kurzanblick, ob ihr könnt auch schauen. Aber ich glaube, wir haben auch schon die gute Basis, oder? Auf jeden Fall, für mich ist die perfekte Basis, zum etwas zu machen. Gut, ich bin keine Automechaniker. Ich kenne mich mit Wagen aus, aber wie gesagt, ich habe nichts, keine Ausbildung oder wie, ich habe gar nichts. Aber ich meint jetzt mit, so wie ich aber auch mir das auch vorgestellt. Oh, hallo. Warum komme ich wieder zurück zu den Lichtmaschinen? Ja. Da war ein Problem. Ah, jetzt. Okay. Ne, wie gesagt, ich bin keine Mechaniker, keine Profis mit Autos, aber ich habe schon ein paar Ahnung. Weil so viel Spiel mit Autos habe ich immer gemacht. Und auch mein Papa, er hat auch sehr viel Auto gehabt. Und da habe ich auch Interesse gehabt. Er hat auch damals ein Oldtimer-Auto gehabt und da habe ich mit meinem Bruder und meinem Papa einmal gewechselt die Brems. Und da war alles sehr lustig. Aber gut, dafür, ja, auf Mechanik war ich auch interessiert, aber irgendwie habe ich nicht mich wirklich dargestellt und gesagt, ja, ich möchte das Beruf machen.
Weil ich wusste, dass auf einmal kommt auch diese ganze Computergerät rein und ja, da ist auch nie mehr so Spaß daran. Weil damals waren Autos ohne Computer. Das war alles normal. Aber jetzt, sie haben einen Computer und mittlerweile können sie alles so viel mitmachen. Da fragt man sich, ja, braucht man noch eine Mechaniker danach? Vielleicht die Auto kann sich auch reparieren von allein. Okay, das war die kurze Fazit. Aber jetzt, wir demontieren weiter über die Auto hier. So, ich muss weiter demontieren, aber Stoßstängel, ah ja. Aber das gibt Arbeit hier. Wie gesagt, das gibt Arbeit. Wir brauchen schön Stoßstange. Ich habe auch nichts Bemerkungen gemacht. Aber wir demontieren alles. Vorderradnabe. Okay. Vielleicht mache ich auch schlecht. Weil jetzt bin ich gerade am Anfang alles zum Abbauen mit die Wagen, aber normal soll die Motorraum erst ganz neu sein, oder? Oder ich sehe falsch. Nee, normal muss der Motor fertig sein. Okay. Aber ich muss jetzt. Aber ich meine, oh, das wird geil aussehen. So ein Charger-Uhr. Aber ich verkaufe die nicht. Ne? Diese Wagen werden nicht verkauft von mir. Die behalte ich in meiner Sammlung. Und wenn die Tuning-DLC kommt, dann machen wir auch die Tuning dran. Weil ich glaube, da möchte auch viele Leute das alles sehen. Was könnte man machen mit dieser Tuning-DLC? Weil diese Car-Mechanik-Simulator von 2015, der war geil. Ich habe den jetzt gerade ein bisschen gezockt und ich muss sagen, oh, sehr interessant, der Spiel. Okay, jetzt zum Abmontieren alles. Ich muss noch, oh je. Da kriegt man Arbeit. Ich habe euch jetzt gewarnt. Wenn ich muss alles jetzt machen mit dem Dodge Charger, sowieso ich muss das machen, da gibt es Arbeit ohne Ende. Da kann ich euch nicht sagen, oh, das machen wir in zwei Tage fertig oder so. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. So, können wir auch schnell fertig haben in 2 Tagen. Da ist nicht die Problem. Aber das ist nur, ja, wie das passt mit die Zeit von mir und wenn Sie haben auch Interesse, das zu sehen, die nächsten Tage. Ich schreibe auch gern ruhig alle Vorschläge, was ihr möchtet auch besser sehen oder ich weiß nicht, jetzt bin ich wieder mit Facecam unterwegs, so Webcam, weil ich habe auch gesehen, dass das bringt euch auch wieder mehr nah auf dem YouTuber oder auf mich oder auf jemand andere, ist auch egal. So. Jetzt machen wir auch nicht so viel. Ich quatsch sehr, sehr viel. Ich quatsch sehr, sehr viel. Entschuldigung. Ich habe auch keinen Druck mit der Kamera. Das muss ich zugeben mit der Kamera. Da bin ich auch ganz entspannt. Ich kann auch reden und boah, so wie ihr seid vor mir. Und ja, das mache ich auch gern. So, muss man die Motor demontieren. Oh, je, oh, je, oh, je. Ich weiß auch nicht mehr. Wie kriegt man die Motor raus jetzt? Moment, ich habe jetzt. Doch, normal soll das funktionieren. Normal kriege ich. Ah, nee. Ich muss die Kühler abbauen. Ah, ich habe schon einen kompletten Motor abgebaut. Sie wissen das noch. Und jetzt, da steht die Problem. Ja, wie kriege ich die Motor wieder raus? Ich weiß auch selber.
Ich muss die ganze Auspuffanlage wegmachen und ja, und dann haben wir auch die Motor wieder. So, Auspuff, jawohl. Wieder Klick. Hallo? Was ist los? Ich möchte das wegmachen. Ah, jetzt. Metallschalldämpfer. Metallschalldämpfer, guck mal. Boah, ist alles kaputt, ey. Ehrlich. Aber normal, ich kann jetzt sagen, okay, der Motor kommt raus. Also, wieso? Jetzt muss der Motor rausgehen. Da ist auch nichts mehr dran beteiligt. Okay. Oh, ich bin auf die falsche Seite. Ich hab's auch gewusst. Ja, Entschuldigung, wenn die Bewegung geht ab und zu schnell bei mir. Weil, wie gesagt, das kommt auch von einem Spiel sowieso. Alle Bewegungen, aber. Nee, wollte man das nicht. Wollt mal. Ah, wo ist das? Ah, hier. Hier ist die Kran für die Motor. So, der Motor eben. Gerät verschiebe, Eingang, ne, eben wie A. Okay. Wie gesagt, ich demontiere noch den Motor und wir machen auch Feierabend für heute. So, ich selber. Ich bin auch seit sehr lang unterwegs mit Aufnahmen. Und da möchte ich auch. Schallgetriebe. Ah, je, oh je. Ich habe gedacht, ich habe das ganz genau gut noch beheben. Die Lektion, wie wird die Motor ausgebaut in diese Spiele, aber Sie sehen selber, dass ich bin wieder schlechter. Da muss ich noch die Schallgetriebe wegmachen. Ja, stimmt doch. Das stimmt voll in Ordnung. Weil könnte man auch nicht die Motor so rausnehmen mit die Schaltergetriebe auf die Krane. So, aber jetzt. Das passiert so, dass wir nehmen die Motor raus. Aber wie gesagt, ich hätte gerne auch langsam Level 30 kommt, aber da ist irgendwie, ja, Zeit habe ich auch, aber ich habe auch so viele Sachen mit meinem Kanal zu machen und ja, was? Flammrohr? Oh nee! Ah! Die letzte Mal habe ich trotzdem den Motor ausgebaut mit die Flammrohr, oder? War das ohne Flammrohr? Ah, es kann sein, das war ohne Flammrohr. Okay, gut. Dann muss man die Flammrohr wegmachen. Oh, yeah. Zugang, okay. Und das kommt nur weg. Oh, yeah. Oh, ich bin auch durchgekommen. Okay, gut. Ja, das ist für den Moment eine große Reparatur Auftrag. Aber gut, ich meine auch, dass man auch Spaß dran auch mitzumachen. Sonst werden wir auch dieses Spiel auch nicht weitermachen. Oder? Ich weiß es nicht. Aber für den Moment, ich bin sehr zufrieden. Mit was? Trotzdem mit meinem Level 19. Haben Sie auch gesehen, ich habe schon viel Wagen gekauft. Ja? Da kann auch nicht, ich kann auch nicht sagen, ich habe nichts erreicht mit Level 19. Ich habe mich auch ja, konzentriert. Okay. Wir haben das abgebaut. Okay, gut.
Und ich sage euch, wir sehen uns in die nächste Folge wieder von Car Mechanic Simulator 2018. Und ja, jetzt ist die Motor raus. Und dann werde ich auch offline ein paar Missionen machen, dass wir aber noch wieder Cash. Weil sie sehen auch, dass die Cash. Ich glaube nicht, dass mit so Menge Geld das reicht für die ganze Charger zum Renovieren. Da brauchen wir locker wieder vielleicht 10.000. Ich weiß auch nicht ganz genau. Aber gut, wir sehen uns wieder und ciao. Mach's gut.